Ja, das haut schon hin. Also das schmeißen wir auf jeden Fall schon mal wieder an, damit ich in ein paar Folgen losziehen kann und die nahegelegene Bedrohung ausmerzen. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Und was sehr, sehr gut ausschaut, sind die 3800 Eisenplatten, die ich in der zweiten Reihe gerade sehe. Das ist top. Okay. Also. Na, das passiert, wenn ich mich mal ein bisschen konzentriere. Es läuft... Oh, zu. Es läuft besser, als es vorgelaufen ist. Das heißt, wir brauchen mehr Roboports, damit die hier immer schön schnell aufgeladen werden müssen. Wir müssen nach und nach weiterhin alle Roboter ersetzen, damit sie einen höheren... damit sie weniger Strom verbrauchen und weniger oft aufladen müssen. Wir müssen allgemein noch die Basis ein bisschen feintunen. Da wir jetzt wieder Eisen haben, kann ich das Ding hier auch nochmal setzen. So und so. Und so. So. Damit das weiter ausgebaut wird. Weil in den Kommentaren wurde sich wirklich überschlagen darüber, als ich gesagt habe, die Solar Panels werden es niemals schaffen, die Steam Engines zu ersetzen. Und dann wurde halt gekichert und so Zeug. Das heißt, anscheinend sind die Solar Panels später doch recht mächtig. Und ich sollte das ruhig weiter ausbauen. Weil es ist halt unabhängiger, ne? Also ja, es ist abhängig von der Sonne. Aber solange wir genug Puffer später haben, was ja eigentlich auch nur eine Platzfrage ist, ist es wesentlich stabiler als die Geschichte mit den Steam Engines. Weil da könnte dann irgendwann ein Ölproblem sein. Da kommen nicht nur Fuel Blocks oder es könnte ein Roboterstreik kommen oder einfach beschäftigte Roboter. Und da werden die Fuel Blocks nicht genug hingebracht. Es könnte dann hier zu den Staus kommen, weil ich zwischendurch gerne Stein hätte und. Also es ist viel zu fehleranfällig. Und fehleranfällig ist doof. So, wir haben mehr Logistics Slots, das ist schön. Das heißt, ich kann mehr Zeug anfordern. Was möchte ich gerne jetzt noch machen? Ich würde richtig gerne eigentlich diesen Drill bauen, aber dafür bräuchten wir mehr Science Packs, richtig? Wobei, ich habe 120 reingeschmissen. Aus jedem Science Pack, aus jedem Artefakt kommen 10 Science Packs, richtig? Geh mal ganz kurz. Ja. Werden die schnell abtransportiert. Also ja, 1000 Stück müssten eigentlich drin sein. Tungsten, 250 lila Chips. Alter Schwede. Mining Speed 15, Mining Power 20. Mining Speed mal eben verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Mining Power nochmal erhöht. Und da die Mining Power höher ist, kann sie auch schneller die schwierigen Sachen abbauen. Also das Ding ist Hammer, aber wenn das kaputt geht. Nee, wir machen erstmal andere Dinge. Zum Beispiel das hier wollte ich ja noch verbessern. Das heißt, wir benutzen jetzt lila Tränke, um später mehr lila Tränke zu bekommen. Das ist immer ein schöner Zustand, wenn man so einen, ne, sich selbst anschwingenden Mechanismus hat. Ja, Research. So, das läuft. Feintune von der Basis im Osten ist mein erster Impuls, was ich als nächstes machen sollte. Oh, die hier brauchen wir gar nicht mehr, kann das sein? Naja, doch, sie sind praktisch, weil das Kupfer von hier nach da geflogen wird. Aber ich hätte sie früher hier hingestellt gehabt, damit sie die Roboter aufladen können, die das Kupfererz hin und her geflogen haben. Was jetzt nicht mehr der Fall ist. Ja, lass sie doch da stehen. Also ich hätte gerne wirklich überall verteilt so eine Cluster, damit es mit dem Aufladen reibungsloser läuft. Grisselzeug. Tu mal Grisselzeug da rein. Genau. Kurz innegehen. Spricht irgendwas dagegen, dass ich jetzt zum Außenposten laufe? Kupfer ist okay, Eisen ist okay, Science Packs sind okay, Roboter sind zwischenzeitlich beschäftigt. Ich könnte mal ganz kurz gucken, wie voll die Kisten sind. Nee. Eigentlich hatte ich gehofft, dass jetzt mit jeder Bahnfuhre die Kisten hier voller werden, bis auch die Kisten irgendwann bei ihrem 4000er Limit sind. Aber so rein gefühlt kommen die Schmelzöfen ziemlich schnell hinterher.
Na, mal gucken. So, kein Zug da. Ja, sehr gute Idee, Gerugon. Du läufst, du merkst, oh, ich komme gleich auf die Gleise. Also bleibst du stehen, um zu gucken, ob der Zug kommt. Und zwar genau auf den Gleisen. Lauf dahin. Ding. Da. So. Und ja, komm, machen wir das hier kurz zu. So. Hier hat es sich noch nicht eingebürgert, dass die Kisten auch nur ansatzweise voll werden. Wobei, das sollte nicht mehr lange dauern. Das heißt, das Cargo-Ding ist immer recht schnell voll. Das hier braucht recht lange. Und du hältst bei Eisen 3 Minuten. Ja. Ich helfe mal ein bisschen nach. Nee, so. So. Und dadurch sind die jetzt voll und die anderen werden schneller beladen. Nimm, 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 nimm. Ich hätte gern noch kleinere Kisten als die Holzkisten. Gab's da nicht mal sowas? Ich hätte schwören können, es gab irgendwann mal eine Einerkiste oder so. Okay, Einerkiste ist übertrieben, dann haben wir das gleiche Problem, ne? Aber so eine, keine Ahnung, Zehnerkiste wäre toll. Ne, anscheinend nicht. Na gut. Angegriffen, eine Steinmauer wird angegriffen. Da unten ist nichts. Richtig? Ja, da ist nur diese doofe Mauer, die mich andauernd irritiert. Und warum ist hier keine Mauer? Achso, die wurde kaputt genagt. So, das hier soll komplett weg. Weil die mich nur ablenkt, wie man eben gerade merken konnte. Stimmt, das war noch eine Sache, warum ich die Roboports, die hierher geführt haben, hätte stehen lassen können. Damit diesen doofen Job hier die Roboter machen könnten. Und nicht ich. Ah, was heißt drum? Werde ich einfach... Warum sieht das hier so komisch aus? Nehmen wir die Leiche mit. Eine ganz typische Reaktion, wenn man so durch die Gegend läuft und eine Leiche auf dem Boden sieht, ist das erste, was man machen will, sie mitnehmen, oder? Ganz, ganz natürliche Reaktion. So. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht komplett die ganze Mauer einmal rum abbauen, zumal ich gar nicht den Platz dafür habe. Aber so zwischendurch immer mal wieder ein bisschen... Oh, hallo. Kann ja nicht schaden. Das klappt soweit sehr gut. Ja, so. Hier und hier. Na nü. Ich hätte euch irgendwie für voller gehalten. Aber sei es drum. Du kannst ein bisschen schneller arbeiten. Du kannst ein bisschen schneller arbeiten. Ja, sehr gut. Du kannst ein bisschen schneller arbeiten. Und du bist gleich leer. Ja, dann müssten wir schon den ersten Knick nach hier unten machen. War es gerade ein König? Spitter King Corps. Achso, ja, die Spitter haben nicht so viele Lebenspunkte, das ist okay. Trotzdem sehr beeindruckende Leistung, Jungs. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Oh. Eine Sache, die ich vergessen habe, wenn wir keinen Roboport hier haben, habe ich noch irgendwie einen komischen Roboport auf Tasche irgendwo? Nee, bau mal einen, bitte. Wenn wir keinen Roboport hier haben, also er muss ja gar nicht verbunden sein mit der Hauptbasis. Aber wenn hier gar keiner ist, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, Sachen zu reparieren. Oder Mauern neu zu setzen und dergleichen. Das ist also nicht gut. Ich nehme also jetzt diesen Roboport. Diesen Roboport. Setze ihn hier hin. Damit ist die komplette Basis abgedeckt. Im gelben Bereich. Und das ist das Einzige, was ich brauche. Tu denn hier noch eine Kiste hin. Die Kiste kriegt ein Ärmchen. Kein schnelles. Kein sehr schnelles. Und da kommen Repair Packs rein. Mauern, Mauern. Na, ich glaube, es sollte okay sein.
So, achso, und die Roboter braucht ihr auch noch, ne? Brauchen wir 5 Roboter? Nee. Die muss ich mir irgendwo anders klauen. Du bist instant voll und die sind schon wieder leer hier. Moment mal, sind die vielleicht leer, weil sie nicht schnell genug entladen werden? Oh, das könnte sein. Okay, setz dich mal da rein, weil ich im Dunkeln nicht nach Hause laufen möchte. Sag mal, dass du bei Eisen bitte nur 2 Minuten bleibst und fahr bitte jetzt schon mal nach Hause. Das heißt, das Ding ist nicht ganz voll. Aber trotzdem warten wir jetzt einmal eine Rotation ab. Das heißt, wir fahren jetzt nach Hause und gucken, wie es im Entladen läuft. Zeitlich gesehen, ob da ein Puffer zwischen ist oder nicht. Und ich mag Zug fahren. So, also, Ankunft. Go, go, go. Ja, es geht irre schnell. Ja. Ich hatte kurzfristig den Verdacht gehabt, dass das Ding einfach immer mit so einem halbvollen Lagerraum hin und her fährt und deswegen das im Außenposten so komisch aussieht. Aber nee. Zack, alle. Das heißt, das könnte jetzt sogar noch schneller wieder zurück. Also wenn ich das Ding runterschiebe, also stopp, wenn wir hier ankommen, fängt die Uhr an zu laufen. Also hier ist so quasi ein kleiner Timer im Hintergrund. Wenn ich den Schiebregler zu weit nach links mache und hinter den Timer komme, den man nicht sieht, fährt der Zug sofort los. Das heißt, ich habe es eben gerade nach 35 runtergeschoben, der Zug ist nicht losgefahren, das heißt, wir waren noch unter 35 Sekunden. Sollte soweit also alles okay sein. So, jetzt kommt das andere Spielchen, jetzt kommt das B-Laden. Aussteigen. B-Laden geht genauso schnell, da die Kisten hier alle voll sind, aber hinten halt nicht. Und das sah nicht gut aus. Mitkommen. So. Ja, das Feld wird irgendwie sehr schnell alle sein, habe ich das Gefühl. Du weg. Kurve. Und ich brauche mehr von dem Blau. Oh. Doch nicht mehr von den blauen Dingern. Vierer-Drill. Bitte den Vierer-Drill. Oh, wenn schon Kurven, dann richtig, hm? So. Das heißt, der Vierer-Drill sollte jetzt in der Lage sein, hier unten alles wegzumachen. Das heißt, wir bappen da noch einen kleinen hin, den ich gerade gar nicht habe. Später vielleicht. Warum machst du nichts? Ach so, weil du durchgehend, ja. So. Also unten ist schon mal gut. Oben, so lala. Ja. Du bist viel zu lange hier. Also wenn die Kisten hier mal irgendwann mal voll werden sollten, kannst du auch schneller wieder zurück. Das heißt, ich stelle dich mal runter auf so 95. Und da habt ihr gesehen, was ich gerade meinte. Ich habe den Schiebregler runtergeschoben, ungefähr auf die Zeit, die er schon hier war, und dann ist er gleich losgefahren. Und jetzt macht die Kisten mal so voll, dass sich das jetzt endlich mal auch so richtig staut. Ist sowieso so eine Sache. Hatte ich ja vor ein paar Folgen auch schon mal erwähnt. Ich will auch die schnelleren Fließbänder haben für genau solche Aktionen. Also allgemein will ich das hinbekommen, dass ich jegliche Art von Container, sei es nun Kiste oder Logistikkiste oder auch Fahrcontainer vom Zug. Wie heißt das Ding? Naja. Wie heißt das Ding? Cargo Wagon. Genau, den Cargo Wagon, dass ich den zeitig vollkriege. Und das kriege ich hin durch schnellere Ärmchen. Also eventuell sogar diese Ditec Super Duper Ärmchen. Das wären dann die da. Durch die. Und oder auch durch noch schnellere Fließbänder. Damit die noch schnelleren Drills dann noch mehr auf die Fließbänder raufbekommen und nicht andauernd stocken müssen. Warum liegt hier ein König auf dem Fußboden? Komm mit, König. So, also. Auf der To-Do-List steht noch hier ein bisschen weiter rumtunen. Die Bauroboter entführen aus der Hauptbasis und so 10, 20 Stück hier hinschleifen. Vielleicht auch noch ein paar Mauerstücke mitnehmen.
Gib mir bitte mal immer 100 Mauern, die hier mit reinschmeißen. Regelmäßig hierher kommen, ein Auge drauf haben, weil auch die beiden Felder sind bald leer. Da sind nur noch 3000 Eisen drin. Das geht recht schnell weg. Dann mehr Drills bauen. Einfach nur, damit ich welche habe und immer schön die auch setzen kann, falls ich irgendwo neu hinkomme. Weil die gehen ja doch ab und an mal kaputt. Dann würde ich ganz gerne das Tungstenfeld hier noch abbauen. Ja, das Tungstenfeld, das Goldfeld, das Koboldfeld. Kobaltfeld. Alles, was hier so drin ist. Damit, wenn wir später hier weggehen, hier auch wirklich nichts mehr ist, was wirklich Wert hat. Und dann gehen wir von hier aus weiter Richtung da, denke ich. Dann werden wir auch noch das grüne Dingsbumszeugs holen. Daraus Munition herstellen. Also einmal diese erste Stufe von Munition, dann die zweite Stufe von Munition für die Shotgun. Und Basen aufräumen. Und produktivierte Module 3 sind gleich fertig. Das ist sehr schön. Komm, tick nochmal ganz kurz, dann kann ich die Forschung noch einstellen, bevor wir eine kleine Pause machen. Genau. Ich müsste jetzt noch ungefähr so 800 lila Tränke haben. Laser Turret Shooting Speech. Ja, mach mal. Brauch nicht mal lila Tränke. Das ist doch sehr schön. Okay, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mit den ganzen Sachen, die ich vorgeschlagen habe. Falls euch noch irgendwas einfällt, / auffällt, was ich übersehen, falsch gemacht oder sonst was habe, immer her damit. Ohne euch wäre das jetzt schon zigmal in die Hose gegangen. Also bis gleich.